Spezialität aus China. Oh je. Yeah. Nudelgericht. Ja, ja, Nudel ja. Oder Insekten. Oder aber schöner Hund. Ja, das wird in China auch gegessen. Sie wird jetzt schauen, sie wird gut schufang. Die ist jetzt Chinese Taiwan. Das ist lade. Zum Zangwan, das ist Chuan Tai. Und Doren, das ist Doren. 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 江西，笑他们啦！你们是不是觉得老外不能吃辣，所以今天的挑战是找到一位越南挑战江西辣的路人，只要他在1分钟内炫完这碗江西炒粉，这个红包就是他。看看我是把德国人辣哭还是馋？本来我们是在斯图加特市里拍，但是有点人情，所以我们决定了换个地方。又是之前的那个漂亮的花园。 但是今天的天气很冷，很冷，你们应该看不出来，但是是很冷的，所以今天可能一个人都没有，我也不知道今天我们能不能成功啊。哎呀，呀，glaube echt vegan, so halb bezahlt vegan. Die eine Hälfte. Hi zwei Verliebten, darf ich euch zum Essen einladen? Koch was für euch. Live Cooking. Wir haben heute chinesische Spezialität. Na ja, wieso nicht? War der schon mal in China? Nein. In Hongkong? Okay. Ja. Ich will da wirklich gerne mal hin. Okay. Die ländlichen Regionen würde ich sehr gerne mal sehen. Es ist weit leichter, China. Ich möchte den Sohn dabei sehr bereit. Wo kommt ihr her? Ukraine. Wir kommen aus Frankreich. Man ist immer da zu Hause, wo man glücklich ist. Aber man kann auch einmal hierher bringen, so wie ihr das macht. Wir lassen eigentlich leckeres Essen verkosten, das es hier nicht zu kaufen gibt. Aber er hat ja ein Restaurant oder was? Food brings the people together, isn't it? Yeah. Was gibt's denn? Wie heißt die Spezialität? Habt ihr irgendwas mal von einer scharfen Region in China gehört? Nee. Ob es scharfes Essen gibt? Nope. Ich kenne die Region in China nicht aus. Wo ist man scharf in China? Sichuan. Schon mal gehört? Ja, klar. Ja. Der gute Mensch von Sichuan. Da gab es mal ein Buch. Das echt? Schon gut. Okay. 湖南香辣，四川麻辣，贵州酸辣，江西笑他们啦。大概整人是有一套的，你明天别让我整到你。不接别辣。Aber in Wirklichkeit, Jiangxi, scharfe Region in China. Die trocknen den ganzen Chili aus auf ihren Dächern und so. Wow. Danke für die Kontraleitung. Könnt ihr irgendwas Chinesisch sprechen? Gar nichts? Wir sagen Chinesen Hallo. Oh. Oh. Ah, okay. Das ist ich hab mal A1 gemacht. Ich hab nicht viel Chinesisch. Aber ich hab so in China gelebt, also ich kann Chinesisch. Was kannst du sagen? Ich kann viele Chinesisch sprechen. Wo ist Fagorjun? 你是法国人，哎，完美，他会说中文。你呢？我是德国人。 Ich habe 6 Monate chinesisches gelernt, aber ich weiß nur. Ganbei. Ganbei. Gan heißt trockene und Bei das Glas. Also eigentlich musst du auf Ex trinken. Könnt ihr scharf essen? Ein bisschen scharf, ja. Bisschen? Ich denke gar nicht. Mir geht's schon. Ich habe einen chinesischen Kumpel. Der mochte kein scharfes Essen. Seine chinesische Mutter hat ihn immer gemobbt dafür. Seine Mutter meinte immer, wie willst du jemals eine Frau bekommen? Wie willst du einen Mann werden, der kein scharfes Essen hat? Wir haben heute auch noch eine Challenge. Das ist richtig arg scharf. Das ist so ein Chili essen und nicht sterben zu nicht mehr. Das gleiche Essen, nur ein bisschen schärfer, genau. Aber ich sauge so viel. Er macht die Challenge. Ich habe nicht so viel Hunger. Wenn ich jetzt scharf esse, das kriege ich nicht rein. Also richtig, da kriege ich den Tagschluck auf. Okay. Wir nehmen das normale, oder? Ja. Dann machen wir nochmal, glaube ich. Dann kürzt jeder ja Tabu ja, wo wir das Challenge. 一般人都不敢，就是能吃点辣，但吃不了狠。这是海蛎和鱼，这是海蛎和蒜，然后这是海蛎，然后这是海蛎。进去，进去。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 
Ja, den Geschmack weniger gut erwartet. Qualität, bisschen scharf. Schmeckt richtig gut, aber scharf. Das ist scharf. Noch geht. Was zum Rindfleisch. Ja, okay. Lohnt sich. Kannst du das überhaupt essen? Du, ich halte einfach mal. Ja. Kannst voll gut mit Stäbchen umgehen. Gehst du öfter chinesisch essen? Nö. Ich würde gerne öfter chinesisch essen gehen. Ich hab mehr Hunger jetzt. Richtige Technik. Du kannst die Stäbchen auch auseinander machen, gell? Du. Die können eigentlich auseinander. Ja, so lernen mit dieser Stücke. Leute. Mega gut. Hammer, hammer, danke. Ich hab mich positiv gehört. Danke. Muss ich mir merken. Und die Region? Jiangxi. Ja, wenn ich mal nach China reise, ich merke die Region. Wenn ihr original chinesische Heimat essen wollt, in Stuttgart, dann bei Hey Tobi. Lohnt sich seine Video anzuschauen und ihm zu folgen, wenn ihr chinesisch essen wollt. Fang Joa! Kannst du scharf essen? Ja. Sehr scharf? Ja, zweimal, Junge. Ja, ja. Könnt ihr gleich sehen, aber ich ist drehen aus Tschechien. Das sieht gefährlich aus, das Zeug. So, bitteschön. Dankeschön. Deine Challenge ist eine Minute Zeit, um das aufzuessen. Wird auch so schwierig. Fertig. Oh. Ach so. Wie schmeckt's? Gut, ja. Aber scharf. Hat schon was. Was hast du? Warte, war gut. Also Sonneblanke. Aber schmeckt. So cool. Dann cool. Das ist eine coole, Digga. Oh krass, der ist scheppert. Also wenn Trennfliesen, dann ist es schon heiß. Das geht, Alter. Das geht, aber keine Chance, 2 Minuten. Schlürf, wie machen Sie Chinesen? Zu essen, mit Gott. Okay, ist genauso scharf, ne? Da kannst du schon nicht drin sein. Gut, hast dich wacker geschlagen auf jeden Fall. Muss den linken oder den rechten? Immer, welchen soll ich nehmen? Sag, den linken, ne? Okay. Der Zong! Ich finde das super gemacht, den nehmen wir mal den. Okay. Hey! Oh je, mega krass!每次拜摊的时候，大家总是会跟我说，他们想要体验正宗的美食，不要盖凉的，就像今天的江西辣，可能不是每个人都能承受江西的一家之辣，但它可以征服德国人的味蕾，爆辣这件事完全没影响到他们打分，江西炒粉总得分是 9.2。 觉得老外吃不了辣，可万万没想到江西包辣米粉只接升到了第一位。我真的没想到还有一个美食会打败肠粉，赢得德国人的口味。下期究竟新疆的手抓饭挑战，没有关注的现在关注，转发这个视频，这是对我的最大的帮助。下期视频见。